Heute lesen wir Mein schönster Schultag von Ida Luttrell, Erhard Dedel im Ravensburger Verlag. Es war so ein Tag, an dem alles schief geht. Das Meerschweinchen jagte die Katze, zum Frühstück gab es Abendessen und der Postbote biss unseren Dackel. Als ich in die Schule kam, ging es genauso verrückt weiter. Aus dem Lautsprecher dröhnte eine Stimme. Sie verkündete: Herr Klugmann, euer Lehrer hat Masern bekommen. Dann kam es. Vertretung Max Meyer aus der 3. Klasse. Zuerst war ich ganz verblüfft, dann rannte ich in mein Klassenzimmer. Dort gab es die nächste Überraschung. Brav und ordentlich saßen da in den Bänken Herr Hobel, der Werklehrer, Frau Flöte, die Musiklehrerin, Frau Spring, die Sportlehrerin, Herr Minus, der Mathelehrer und Frau König, die Schulleiterin. Ja, wirklich, alle Lehrer der Hinterwäldchenschule waren da. Und alle waren Schüler der 3. Klasse. Und ich war ihr Lehrer. Also kletterte ich erstmal auf das Pult. Jetzt war ich größer als alle meine Schüler. Das gefiel mir. Ich klopfte mit dem Lineal auf das Pult. Frau Flöte, kaust du Kaugummi? Fragte ich. Nein, antwortet sie. Ich sah mich in der Klasse um. Niemand kaute Kaugummi. Das musste ich gleich ändern. Also teilte ich Kaugummi aus. Ich zeigte meinen Schülern, wie man schöne große Blasen macht. Jetzt wollen wir mal nach den Hausaufgaben sehen, sagte ich dann. Wer hat seine Hausaufgaben gemacht? Herr Hobel hob die Hand. Da wirst du wohl nachsitzen müssen, Herr Hobel, sagte ich. Was soll denn aus dir werden, wenn du in der Schule immer zu aufpasst und jeden Tag deine Hausaufgaben machst? Herr Hobel ließ den Kopf hängen. Jetzt wandte ich mich dem Rest der Klasse zu. In den ersten beiden Stunden haben wir Zeichnen und Musik. Mathe und Deutsch verschieben wir auf später, wenn ihr müde seid. In der Zeichenstunde sangen wir Alle meine Entchen. Leider musste ich Frau Flöte vor die Tür schicken. Sie wollte unbedingt nach Noten singen. In der Musikstunde ließ ich meine Schüler ein Bild von ihrem Lieblingsessen malen. Frau König, die Schulleiterin, belohnte ich mit einem Beutel Murmeln. Ihr Bild gefiel mir. Sie hatte etwas ganz anderes gemalt, als ich verlangt hatte. Ein Bild von ihrem Pferd Wirbel. Dann klingelte es zur großen Pause. Alle Schüler standen auf und gingen langsam zur Tür. »Was ist denn mit euch los?« rief ich laut. »Warum so leise? Los, rennt hinunter in den Schulhof!« Gleich hörte man auf dem Gang lautes Gepolter. »Schon besser«, sagte ich zufrieden. Aber unten auf dem Schulhof klappte schon wieder nichts mehr. Die Schüler standen herum und redeten kein Wort. »Was ist denn hier los? Bei dieser Ruhe schmeckt mir mein Pausenbrot nicht. Bitte etwas Lärm und Geschrei!« Die Schüler begannen zu flüstern. Ich spitzte die Ohren. »Ich kann euch kaum hören«, rief ich. Endlich schallte lautes Geschrei über den Hof. Ich glaubte schon, dass sie es jetzt begriffen hätten. Aber dann sah ich, wie Frau Spring ihre leere Milchtüte in den Abfalleimer fallen ließ. »Wirfst du den Abfall zu Hause auch so in den Mülleimer, Frau Spring?« »Ja«, sagte sie. »So machen wir es hier aber nicht«, sagte ich streng. »Hol die Milchtüte wieder heraus.« Sie holte sie heraus. »Und jetzt wirf sie in hohem Bogen in den Eimer.« Sie warf sie in hohem Bogen in den Eimer. Auch die anderen begriffen schnell. Aus allen Richtungen flogen Milchtüten durch die Luft. Damit war ich schon eher zufrieden. Als wir wieder im Klassenzimmer waren, hörte ich ein leises Winseln vor der Tür. »Fifi, der Hund von Herrn Minus, wollte herein.« Ich öffnete die Tür. »Komm herein, Fifi«, sagte ich. Fifi sauste ins Zimmer, bellte und wedelte mit dem Schwanz. »Hat sonst noch jemand sein Haustier mitgebracht?« Niemand meldete sich. Ich seufzte. »Jetzt geht ihr sofort nach Hause und holt eure Haustiere. Die Schule ist für die Katz, also gehören Tiere in die Schule«, sag ich immer. Alle gingen nach Hause, um ihre Tiere zu holen. Nur Herr Hobel nicht. Er musste nachsitzen. Ich musste ihm noch beibringen, wie man keine Hausaufgaben macht. Die Schüler kamen zurück. Sie brachten Kaninchen, Katzen, Vögel und Hamster mit. Frau Flöte hatte Blitz ihr Krokodil dabei. Ich hatte nur Angst, als Frau König ihr Pferd Wirbel ins Klassenzimmer zog.
aber Wirbel fühlte sich sehr wohl. Danach passte die Klasse viel besser auf, besonders Frau König, als Blitz ihr in den Rücken hinaufkroch. Dann hatten wir Mathe. Herminus war ein Spielverderber. Er löste alle Aufgaben richtig. Ich musste ihm eine 6 geben, um ihn ganz nach hinten setzen. Später ließ ich die Schüler die Namen ihrer Tiere buchstabieren. Ich war sehr zufrieden mit Frau Flöte. Sie schrieb Krokodil mit IE. Also meldete ich sie für den Rechtschreibwettbewerb an. Als nächstes war Aufsatz dran. Ich möchte, sagte ich, dass er einen Aufsatz schreibt. Das Thema lautet, was ich im letzten Winter nicht gemacht habe. Herr Hobel gab ein leeres Blatt ab. Er sagte, letzten Winter habe ich gar nichts gemacht. Dafür gab ich ihm eine 1. Jetzt war es Zeit zum Lesen. Ich teilte mein Lieblingscomic aus. Alle Schüler mal herhören, sagte ich. Mal sehen, wer am schnellsten Comics lesen kann. Laut? Wollte Frau Flöte wissen. Natürlich, sagte ich. Und alle gleichzeitig bitte. Die Klasse fing sofort an zu lesen. Ich lehnte mich zurück und sah meinen Schülern zu. Sie redeten laut durcheinander, kauten Kaugummi und lasen Comics. Die Tiere sprangen herum. Der Raum bebte vor Lärm. Ich war sehr zufrieden. Es läutete. Die Klasse stürmte hinaus. Ich rannte nach Hause. Obwohl jemand glauben würde, dass ich für einen Tag Lehrer gewesen war? Vielen Dank fürs Zuhören.